Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. So wie ihr schon erkennen könnt, gibt es wieder ein Lidschattenpaletten-Schminki. Und ja, ich habe die Palette schon vorgestellt und es ist die Blood and Sugar Mini Palette von dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, ihr wisst glaube ich, wen ich meine. Der ist gleich auch hier abgebildet auf der Palette. Und ja, wir versuchen jetzt heute mal ein dezentes Schminki damit zu machen. Ja, der Brüller. Nee, dezent wird das nicht. Ich habe extra schon überall rot hier angezogen. Und das ist diese Palette. Und ihr kennt ja den Herren da drauf. Und ja, also dezent wird das nicht. Nein, es wird nicht dezent, Leute. Es wird nicht dezent. Oh mein Gott. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Aber egal. Wer den Swatch noch nicht gesehen hat, die sieht so aus von innen, die Palette. Und jo. Also dezent ist da was anderes. Ne? Es wird heute auf jeden Fall ins Rötliche gehen. Kann ich sagen. Und ich werde aber jetzt erstmal mein Lid hier oben mit Glucose setten. Mit diesem Weiß. Lässt sich gut auftragen. Aber ich glaube, der Pinsel ist zu groß. Dann nehme ich, muss ich einen kleineren nehmen. Etwas hier so einen gepressten werde ich dafür jetzt nehmen. Ich glaube, das ist besser. Man hat ja das ganz selten, dass man halt so ein pures Weiß in einer Palette drin hat. Aber ich glaube, das ist so auch typisch amerikanisch, ne? Ich glaube, die haben das da so, also, oder so. So. Spooky. Aber mit dem Pinsel geht das ganz gut. Warte, ich mache jetzt erstmal großflächig, flächig nochmal mit den anderen. Und dann nehmen wir gleich. Ja, du hast ein bisschen gekrisselt in der Palette. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, die Palette habe ich im Sale ergattern können. Da hat die Hälfte gekostet. Ich glaube, die kostet sonst irgendwie 26 Euro oder so. Und da habe ich sie für die Hälfte bekommen. Da muss ich natürlich zuschlagen. Jo. Weil ich, ja, wie gesagt, der ist ja sehr, ne? Aber ich wollte immer schon eine Palette von ihm ausprobieren, wie die halt so sind, weil sie sollen ja gut sein und deswegen wollte ich da gerne mal eine ausprobieren und habe mir jetzt so eine kleine gekauft. Und dann schauen wir mal, was die so kann. Also ich habe auf jeden Fall, ich hole euch mal näher ran, ne? Jetzt mit dem Weiß, ja, das haben wir jetzt gut draufgepackt. Und jetzt bin ich so ein bisschen feige. Jetzt bin ich so ein bisschen feige, aber ich glaube, ich werde hier für Sherry Soda nehmen. Für mein, ja, für hier so in die Lidfalte. Ich bin mal so mutig. Wow. Wow. Ja. Erst wird es etwas fleckig, so wie ich das jetzt sehe. Aber ich glaube, das ja, lässt sich gut verblenden. Das ist natürlich krass, ne? Sehr krass. Aber er ist halt dafür auch bekannt, kein Mauerblümchen zu sein. Und keine, ja, dezenten Looks zu schminken, ne? Dafür ist er halt bekannt. Ich weiß nicht, ob ich mir gleich auch noch einfach zur Krönung noch einen bunten Lidstrich da drauf mache. Ich weiß es nicht. Das Weiß darunter hält aber sehr gut, muss ich sagen. Und es ist jetzt eine schöne
Schöne rötliche Farbe. Das lässt sich gut verblenden. Ja. Bin mal gespannt, ob der Experte direkt gleich wieder durch und sagt, hey, es ist Karneval, ja, da sind wir dabei, das ist prima. Baby. Ja. Ach ja, Leute, ich glaube, jetzt nehme ich hinten für die Ecke, werde ich nämlich jetzt dieses Wisdom nehmen, diesen Zahn. Der ist so schön Glitzer, der ist so schön Bäm. Gut. Der unterscheidet sich jetzt fast gar nicht mit denen da drüber, ne? Ja, da gehe ich mal mit dem Finger rein. Das ist schon eher was. Ja, das ist schon eher was. Wie gesagt, das ist heute extrem. Und ja, bei Rot muss man wirklich immer aufpassen, dass man nicht krank aussieht, ne? Das ist ja halt auch immer diese Sache. Und es muss immer am Ende geguckt werden, wie ein Look aussieht, wenn die Mascara drauf ist. Sonst, vorher. Ich habe schon bei so manchen Looks gedacht, oh Backemann, das hättest du dir jetzt sparen können. Aber als die Mascara drauf war, sah es gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass ich nach der Palette auf jeden Fall meine Pinsel reinigen muss, weil die Farbe doch sehr, die Farben doch sehr anhänglich sind. Sogar auf dem Finger. Und ich glaube, wenn du auch so einen Look machst, dann musst du auch abkleben, weil das sieht einfach besser aus, wenn du so eine scharfe Kante hast. Ja. Die schreit, hallo, hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Kannst du mich sehen? Kinder, ich muss mal eben hier mit meinen etwas feuchteren Tüchern über meine Finger gehen. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, den Sweetener. Oh. Jetzt mache ich mir schon meine Pinsel hier kaputt vor lauter Kraft. Ist das am Regnen schon wieder? So, da habe ich mir jetzt, werde ich jetzt den hier nehmen. Ne? Das ist ein leichten peachy Ton, Peach Gold, und werde mir das vorne hinsetzen. Sofort mit dem Finger. Oh ja. Oh ja. Da komme ich auch gleich mit dem Pinsel noch und setze mir den in den Inner Corner rein. Glaube ich, das ist... Obwohl, nee, dann werde ich meinen Highlighter nehmen. Weil ich habe jetzt keine helle Farbe, außer das Weiß. Und das wollte ich jetzt dafür nicht nehmen. Weil für mich muss im Inner Corner immer so ein bisschen Glitzer sein. Leute, das ist schon schön. Ja. Wir machen die Klebis jetzt ab und müssen nochmal mit der Foundation, die ich ja benutzt habe, nochmal eben kurz hinterhergehen. Pinsel. Ich packe mir da so ein bisschen, das ist so eine Flüssig-Foundation von Catrice. Packe ich mir jetzt hier noch ein bisschen hin und ja, arbeite mir das halt hier noch mal so ein bisschen ein, damit es
vernünftig aussieht. Das reicht auch dann für beide Seiten, was ich jetzt hier drauf genommen habe. Also, da muss man nicht... Fallout hast du jetzt nicht so viel gehabt, aber... Boah. Hallo! Jetzt wird es natürlich unten nicht so einfach. Wie gesagt, sonst sieht man ja auch krank aus. Und, oder Junkie oder ne, wie ein Graf Dracula auf der Flucht. Ja gut, ich habe jetzt eh schon was hier unten. Hier werde ich einfach hier das Sherry Soda jetzt nochmal nehmen und einfach da weitergehen, weil ich habe ja eh schon was hier unten sitzen. Ich habe da eh schon einen sitzen, also können wir da auch weitermachen. Aber ich glaube, da werde ich jetzt nicht bis zum Ende gehen, sondern wirklich nur so das Stückchen. Und hier auch. Sie ist auf jeden Fall super pigmentiert, ne? Also da kannst du nichts sagen. Echt, echt toll. Und jetzt nehme ich halt das Sweetener, das hellste Rosa, was ich ja vorne hatte, und setze mir das hier hin. Und dann sieht das nicht so hart aus. Fällt schon alles ineinander. Und vorne wollte ich mir, wie gesagt, gleich noch einen Highlighter setzen. Wegen der Helligkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt überhaupt noch den Eyeliner, den ich mir vorgenommen habe, hinsetze. Ich glaube, der macht kaputt. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Genau. Wir nehmen jetzt den Highlighter und setzen den hier. Na, dann nehme ich von Revolution den Highlighter, den habe ich jetzt gerade hier gehabt. Und setze mir den hier vorne rein. Der ist jetzt ein bisschen breit, der Pinsel, aber das macht mir nichts. Stehe ich drauf. Stehe ich drauf, Leute. Ich stehe drauf. Highlighter, Pinsel. Und jetzt packen wir hier noch was drauf. Wie gesagt, da kann ruhig... Also bei dem Look kann man auch ein bisschen Highlighter übertreiben. Ne? Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich finde, das macht sich echt gut mit diesem Weiß, ne? Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel Highlighter. So. Ich finde, da macht es... Ja. So. Finde ich echt cool mit diesem Weiß. Hebt das Auge noch. Ja, Leute, Leute, Leute. So. Ich weiß nicht, wisst ihr, ich schüttel den nochmal eben durch. Ich habe mir so einen Neon-Eyeliner hier noch beiseite gelegt, weil ich erst dachte, das könnte gut passen. Jetzt denke ich wieder, es könnte nicht gut passen. Ich weiß es nicht. Und das ist dieser hier. Orange. Tja. Nee, ich glaube, ich lasse das so. Ich weiß nicht. Nee, den lassen wir weg. Ich lasse das so, so wie es ist. Finde ich das gar nicht schlecht. So, kommen wir zu Augenlidschatten. Genau, zu Augenlidschatten. Ja, Lidschatten. Wimperntusche. Wimperntusche. Ich habe hier einen Doppen drauf gehabt. Da habe ich jetzt die einfach rausgezogen vom Manhattan Ultimate Long and Curl Mascara. Und ja, wollen wir mal gucken, ob die was... Ich muss hier erstmal meine... Bevor ich jetzt hier irgendwas anfange, Frau von und zu und tralala, werden wir erstmal hier Pinsel wegpacken. Ne? Weil man holt immer raus, aber packt dann nicht weg. Und dann wundert man sich auch, wie kommt denn wo und überhaupt.
hier das Chaos her. So. Zack. Jetzt können wir uns wieder hier frei bewegen. Also, das ist dieses Bürstchen hier, ein Kunsthaarbürstchen. Und da werden wir uns jetzt hier schöne Wimpern mitmachen, weil dieser Look natürlich Bärenwimpern eigentlich schreit, ne? So künstliche Wimpern. Aber ich bin da echt zu stoffelig zu, mir künstliche Wimpern zu kleben. Ich habe das einmal versucht. Ich weiß aber auch nicht, welcher Dummi da schwarzen Kleber reingepackt hat. Schwarzen Kleber. Das war nichts, Leute. Ich sah aus. Das konntest du niemandem zeigen. Da musste ich echt... meine Haare. Das musste ich echt abwaschen, weil schwarzen Kleber für Wimpern, wer macht denn sowas? Du musst doch diesen weißen haben, der dann auch noch so ein bisschen, ja, durchsichtig wird. Aber einen schwarzen Kleber? Das habe ich auch noch nicht erlebt. Total, also, nee. Hier klebt es ein Batzen ein bisschen zusammen. Das ist natürlich mit einem Gummibürstchen kann sie besser trennen. Aber ich habe ja hier, alles. Also gehe ich dann mal hier mit meiner Bürste so durch. Und piek's mir natürlich voll ins Auge, weil das, mein Gott, ich habe, das ist immer so, ne? Wenn du daran denkst, piek's dir bloß nicht ins Auge, zack. Hast es geschafft. Mann! Hey, weißt du was? Wahnsinn. Ja, genau. Dann schmierst du da auch noch Mascara hin. Obwohl, da könnten wir ja eigentlich so ein... wie sie früher diese Leberflecke getragen haben. Ne? Ach ja. Anders wie mit dem Spoolie kriegst du das nicht weg, vernünftig. Mein Gott, das ist ja hier was. So, machen wir noch ein bisschen Make-up hin. Ja, dann können wir die Mascara kann man eben schön ein bisschen eintrocknen. So. So. Ich glaube, ich werde heute ganz rot, auch auf den Lippen. So. So, jetzt habe ich es auch getrennt. Hier oben ist noch ein schwarzer Fleck, der muss weg. Der schwarze Fleck, der muss weg. So. Dann haben wir die doch auch fertig. Passend gut zum Make-up. Zum Augen-Make-up. So, jetzt haben wir uns noch ein bisschen mit Mascara vollgesüppt. Ja, wenn, dann läuft es richtig. So, ich habe mir nämlich jetzt nur einen Lip Liner rausgesucht, und zwar diesen hier. Ja, von Riva Loves Me, diesen knallroten. Dafür werde ich jetzt mir auch mein Lippenöl auftragen. Dann geht das besser. So, angespitzt habe ich ihn schon.
So, meine Lieben. Das ist ja mein fertiger Look. Zu der Palette von der, dessen Name nicht genannt werden darf. Tada! Ja, ich hole euch mal eben näher ran. So, ja, das ist jetzt mein fertiger Augenlook zu der Blood and, was war das, Sugar Mini Palette. Jo. Und da würde ich sagen, das ist ein Bam-Look auf jeden Fall. Aber mir gefällt der richtig gut. Ich bin verliebt in diese Palette. Es tut mir leid, es ist einfach so. Finde ich mega gut. Mega pigmentiert, mega stark. Da kannst du auch ein bisschen so einen Wuschelkopf haben, ne? So richtig so wild. Und ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Und ja, falls ihr kein Video von mir verpassen wollt, Glöckchen aktivieren. Und aber ich bin immer jeden Tag um 10 Uhr mit einem neuen Video am Start. Ab und an nochmal um 16 Uhr. Ja. Und ich würde sagen, ich bin ein bisschen verliebt in dieses Make-up. Und ich habe hier noch gesehen, ich habe hier noch Wimperntusche. So. Bisschen verliebt in dieses Make-up. Echt, muss ich echt sagen. Also die Palette ist der Knaller, ne? Meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Und das war mein Schminke für heute. Ein bisschen Bam. Aber ich finde es mega. Also wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und au revoir.